heutigen Roblox Adopt-Me-Video gucken wir uns das nagelneue Update von Adopt-Me an. Wir haben neue Flügel bekommen und wir machen natürlich Tests auf, um welche für unser Evil Unicorn zu finden. Vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Adopt Me hat ein neues Update schon wieder. Also wir haben ja jede Woche mittlerweile ein Update. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ihr findet. Schreibt es mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich persönlich komme kaum hinterher, quasi Robux und auch Bugs zu bekommen, um letztendlich mir alles zu kaufen, was in den verschiedenen Updates kommt. Ich habe zum Beispiel den Royal Corgi noch nicht, weil der hat, glaube ich, irgendwie 4000 Bugs oder so gekostet und ich war eh gerade krank. Und den muss ich mir jetzt noch halt traden, weil ich hatte nicht die 4000 Bugs, weil ich musste ja sparen, wenn das neue Egg rauskommt. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne jetzt gleich mal in die Kommentare, wie findet ihr die wöchentlichen Updates und habt ihr immer genug Bugs und Robux, dass ihr euch alles kaufen könnt? Ich habe das Gefühl, ich irgendwie nicht. Da sind wir gespawnt und die Casey ist sofort müde. Falls es euch interessiert, das ist die vorletzte Casey. Und danach muss ich letztendlich nur noch das letzte Pet Neon machen. Und dann gibt es eine Mega Neon Casey. Aber da wir heute ein Update bekommen, wo wir unbedingt ein Flypad brauchen, nehmen wir nicht die Casey, ein paar Sekunden später, sondern wir nehmen unser Evil Unicorn Saruman. Oha, haben wir wieder. Oh, guckt mal. Wir haben gerade, es ist leider gerade dunkel, Leute, es tut mir leid. Aber wir haben gerade wieder die Wüste da. Und hier ist das neue Auto. Jetzt sieht man alles richtig gut. Hier ist das neue Influencer-Auto. Wir gucken gleich mal, was es kostet. Es kostet 250 Robux und es sieht so aus. Ich werde es mir nicht kaufen, weil ich nutze irgendwie gefühlt nie wirklich Autos. Und ich sehe jetzt gerade nicht wirklich, wieso ich 250 Robux, das sind ungefähr 2,50 Euro, Leute, warum ich das ausgeben sollte für das Auto. Denn jetzt habe ich da doppelt geklickt aus Versehen. Denn ich habe gefühlt mega, mega viele Autos und so weiter. Aus diesem Grund fliegen wir jetzt sofort in das Sky Castle. Denn im Sky Castle, neben dem Sky Castle, irgendwo hier, gibt es einen extra Raum. Und da können wir die Fly Potion kaufen. Das geht aber nur und ausschließlich dann, wenn ihr mit einem Fly Pad dahin fliegt. Von daher müssen... Was? Was ist denn mit mir? Daher müssen wir jetzt rausfinden, wie wir da hinkommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Leute. Hier vielleicht? Okay, wir sind jetzt hier normal reingeflogen. Und jetzt, wir fliegen... Oh, jetzt wartet mal. Guck mal hier oben. Seht ihr das? Hallo? Saruman? Hier? Können wir hier rein? Enter? Oh, tatsächlich, man kann hier... Oh mein Gott, man kann hier quasi reinfliegen, wenn man direkt im Sky Castle ist. Und das sieht hier richtig cool aus. Oh mein Gott. Wir haben zwei verschiedene Boxen. Einmal diese Box hier, die kostet Bucks 600 insgesamt. Und dann haben wir hier diese, ich hätte sie jetzt einfach mal VIP-Box genannt, die kostet 150 Robux. Meiner Meinung nach sehen beide Chests mega, mega cool aus. Und ihr wisst Bescheid, wenn solche Sachen ins Spiel kommen, muss ich natürlich Sachen öffnen, denn ich liebe solche Sachen zu öffnen und ich freue mich einfach mega, denn ich muss ehrlich sagen, und ich habe das ja, ich glaube, gesagt seit meinem allerersten Video auf Nick Roll damals noch, dass mir diese Flügel einfach gar nicht gefallen. Deswegen holen wir jetzt für unseren süßen Saruman neue Flügel und ich hoffe, dass wir einfach gleich voll krasses Glück haben und richtig schöne Flügel bekommen. So sieht die Chest aus. Oh, die ist mega putzig. Und 600 Bucks, wir bekommen... Da Vinci Wings, was auch immer das ist, sind es, ich bin mir nicht sicher, Leute, was ist das? Es sieht damit nicht aus wie ein Skelett, oder? Könnte vielleicht irgendwie, nee, ich habe absolut keine Ahnung. Okay. Wings, die haben eine neue Kategorie, das ist ja krass. Da Vinci Wings, Wings will only appear when your pet is flying, common. Ja, okay. Das hat jetzt noch nicht so geklappt. Wollen wir noch eine, ja, wir machen jetzt noch eine für 600 Bucks auf, um einfach zu gucken, ob wir vielleicht ein bisschen Glück haben und irgendwas anderes noch bekommen.
Ja, gut. Wir gehen jetzt natürlich zu der, die Robux kostet. Wir haben nicht mehr allzu viel Robux, weil ich habe mega krass viele Robux rausgehauen für das Japan-Egg. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich es einfach mal im i. Zieht es euch unbedingt rein. War mega, mega cool. So sieht die Regal-Chest aus. Und die ist mega schön. Ihr wisst, ich liebe rosa. Wer hätte es gedacht? Und deswegen gefällt mir die Chest natürlich auch besser. Aber letztendlich ist es egal, weil die kostet 150 Robux und das hat einfach nicht jeder. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir was Cooles bekommen. Weil wenn wir jetzt auch nichts Cooles bekommen oder dasselbe, dann glaube ich, habe ich keine Lust mehr, irgendwelche Chests aufzumachen. Leider Gottes kann man hier nicht sehen, wie groß die Chance... Also habt ihr das vielleicht irgendwo gesehen oder so? Wie groß die Chancen sind? Oh mein Gott, das war voll süß. You found a clam wing. Oh, das ist schon ein bisschen süß. Ja, das ist süß. Jetzt wartet mal, wir gucken gleich mal nach bei Wings. Okay. Sind die alle... Wir machen noch mal eins auf. Sind die alle kommen? Also, wenn jetzt alle kommen... Also, ehrlich gesagt, habe ich eigentlich erwartet, dass wenn ich 150 Robux bezahle, ich gar keine Kamen bekomme. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich habe jetzt irgendwie erwartet, dass Kamen einfach komplett gar nicht vorhanden ist. Oh mein Gott, Rainbow Wings. Oh mein Gott, die sind wunderschön. Oha, die liebe ich. Jetzt wartet mal. Wir ziehen die einfach mal Saruman an. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das war mega süß. Und die haben dann auch so ein Rainbow-Ding. Ich bin der Meinung, die müssen irgendwas anderes sein. Ja, guck mal, die sind rare. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich echt Geld ausgebe, das Robux sind, ich kaufe die Robux mit meinem echten Geld, dann finde ich das irgendwie schon unfair, dass für 150 Robux Common Wings da drin sind. Das darf meiner Meinung nach nicht sein. Und meiner Meinung nach sollten Common und wahrscheinlich sogar Uncommon einfach gar nicht in der Robux-Chest sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es ehrlich gesagt richtig lame. Aber die Rare Wings sind mega cool. Ich frage mich jetzt natürlich, wie die Legendary Wings aussehen. Die sind ja bestimmt mal mega cool. Vielleicht gab es die in dem Video von Adopt Me. Falls ja, dann blende ich es euch einfach mal ein. Wir kaufen jetzt nochmal eins in der Hoffnung, dass ich was Cooles bekomme. Aber mehr Robux möchte ich dann eigentlich auch nicht ausgeben, weil, ja, man muss es ja dann auch nicht übertreiben. So, dann ist es soweit. Unsere letzte Chest. Unsere letzte... Oh mein Gott. Diese Ditto. Was? Oh mein Gott. Diese Flügel sind perfekt für Saruman. Was? Oh mein Gott, was sind die? Wartet, lasst mich kurz gucken. Uncommon. Oh mein Gott, die sind perfekt für ihn, oder? Als ob die... Also, ihr müsst mal unbedingt in die Kommentare schreiben, aber die wurden doch definitiv dafür gemacht, dass es die Evil Unicorns tragen, oder nicht? Oh mein Gott, ich bin mega happy. Aber auch Uncommon. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Hattet ihr Legendary oder Ultra Rare? Oh, guck mal, Leute, das hätte ich beinahe vergessen zu zeigen. Hier gibt es einen Selfie-Stick für 80 Bucks, eine Tripod-Kamera für 120 Bucks und noch eine Kamera für 130 Bucks. Das sind ehrlich gesagt richtig faire Preise und das finde ich ziemlich cool. Dann war es aber mit dem Video, aber nicht bevor ich euch noch sagen möchte, dass wir neue Sachen für unser Haus bekommen haben. Also guckt unbedingt mal in euer Haus rein und schaut, was neue Sachen gibt. Und vielleicht ist da das ein oder andere dabei, das euch einfach gut gefällt. Es sind ein paar tolle Sachen dazugekommen, aber ich muss jetzt meine Bugs wieder weiter sparen. Denn wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe, Adopt Me macht so viele Updates. Und wenn man letztendlich alles haben möchte, was kommt in den verschiedenen Updates, dann muss man seine Bugs definitiv zusammenhalten. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!